So, du gehst weg. Dann fangen wir heute so an. Hallo da draußen, herzlich willkommen auf den ehrlichsten Kanal von YouTube. Der Habeck nennt Abschiebungen fürchterlich absurde Fantasien. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich habe mir gedacht, das würde ich gerne selber sehen, was er da zu sagen hat. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich euch nur eins zeigen: Verfassungsrechtler zu Strafantrag wegen Bahnhofsalkoholiker. Was für ein Demokratieverständnis ist das? Der Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat einen Strafantrag gegen den Weltjournalisten Rainer Mayer alias Don Alfonso gestellt, weil dieser ihn mit einem Bahnhofsalkoholiker verglichen hatte. Verfassungsrechtler und Universitätsprofessor Volker Böhme-Nessler sieht in der Strafverfolgung durch Politiker wegen derartigen Vergehen einen Mangel an Demokratieverständnis und begrüßt das Urteil des Gerichts. Das Urteil des Münchner Strafsenats, das bislang noch nicht rechtskräftig ist, sei ein wichtiges Urteil für die Meinungsfreiheit und damit für die Demokratie, so Böhme-Neißler. Ohne eine weitreichende Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Harte Kritik eines Journalisten ist in der Demokratie normal. Das ganze Problem wird darin liegen, Robert Habeck empfindet es bestimmt als Majestätsbeleidigung. Die Feinbonzen da oben. Naja, Robert, ich glaube, es ist auch das falsche Amt für dich. Ich finde, du solltest lieber deine Kinderbücher schreiben. Das wäre die bessere Alternative, als uns ständig irgendeine Grütze zu erzählen. Nun kommen wir aber jetzt mal zum Auftritt von Robert Habeck beim ÖMR. Und vielleicht ist es die ersten paar Minuten ein bisschen ein Downer. Für mich ist das hier wirklich im weitesten Sinne ein politischer Termin. Ihr werdet Spaß haben, ein bisschen feiern und vielleicht gibt es auch irgendwo alkoholfreies Wasser am Abend. Alkoholfreies Wasser am Abend, oder? Ist aber auch, haut wirklich einen raus, der Robert. Haben Ihre Eltern je lebende Nachwuchs gehabt? Ich wette, das tut Ihnen leid. Oh Mann, 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 Mann. Also gut. Nicht, dass er das jetzt auch wie als Beleidigung empfindet. Oh nein, Robert, es tut mir leid. Wir und der Norddeutschen, wir müssen noch zusammenhalten, Robert. Ich besorge dir auch extra eine Weide, wo du dich raufstellen kannst und du dir dein Gras fressen kannst. Ich hatte gar kein Problem. Peace, Love and Harmony. Und für mich, und das ist jetzt der ernste Teil dessen, was ich sagen will, sieht die aktuelle Lage, zu der ich was sagen will, so aus. Freiheit und liberale Demokratie Was stehen war das unter gerade? Druck. Ich was sagen will, so aus. Freiheit. Was war das gerade für ein Cut gewesen? Okay, Freiheit. Dieses Freiheitsding habe ich letztes Mal schon gehört, und zwar von ihm hier. Wir machen Politik für freiheitlich und verantwortungsvoll denkende und handelnde Menschen in unserem Land. Ich sage bewusst nicht für die Freiheit allein. Ich sage für freiheitlich und verantwortungsvoll denkende und handelnde Menschen. Ja, und damit seid ihr hier genau richtig auf dem Kanal. Einfach mal eine Meinung haben. Das dürft ihr gerne bei mir. Ihr könnt eine Meinung gegen mich haben, ihr könnt eine Meinung gegen die AfD haben, ihr könnt eine Meinung gegen die Grünen haben, ihr könnt eine Meinung haben von mir aus auch zu Aliens. Hier darf jeder seine Meinung haben, weil ich finde, nur so kann man miteinander kommunizieren und auf das Beste, in meinem Fall, für Deutschland hoffen und wünschen. Also Freiheit. Ich hätte auch gerne super gerne wieder Freiheit zurück, dass man mir nicht alles vorschreiben will und dass ich auch mehr habe von meinem hart erarbeiteten Geld, das ich mir in die Tasche stecken kann, nicht solchen Politikern. Und liberale Demokratie stehen unter Druck wie lange nicht mehr und selten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und sie stehen unter Druck aus vor allem drei Gründen. Einmal von innen. What? Von innen? Hä? Das habe ich nicht verstanden. Schreibt was Kommentare rein, vielleicht habt ihr es verstanden. Ich habe verstanden von innen? Populisten, Radikale, Rechtsradikale wollen im Kern das Gemeinwesen, das unser Land die letzten 70 Jahre geworden ist, in Frage stellen, vielleicht zerstören. Also es gibt Druck von innen. Ihr kennt alle die fürchterlichen, irgendwie absurden, aber dann ja doch realen Fantasien, Menschen auszubürgern, abzuschieben, und alle haben mitbekommen, dass Gewalt. Ja, Robert, da hast du recht. Wir haben das genau gehört und auch gelesen, wie der Oberguru gesagt hat oder veröffentlicht hat,
Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Mensch, Olaf, warum machst du denn sowas? Du bist ein Faschist. Ist ja widerlich. Ja, Robert, aber die Kriminalstatistik sagt leider nicht aus, dass Thorstens, Stefans, wie heißen die noch alle, Tonis, die Anführer sind in der Kriminalstatistik. Leider sind das quasi die dazugekommenen. Naja, wenn ich in einem Paradies lebe oder denke, ich bin ein König, dann kann es natürlich passieren, dass man hinter seinen Mauern gar nicht sieht, was so in der Wirklichkeit passiert, Robert. Gewalt der Sprache, eine gewisse Entgrenzung in den politischen Räumen, dass also der gesprochenen Gewalt jetzt auch tatsächlich reale Gewalt auf der Straße folgt. Freiheit und Demokratie steht unter Druck von innen, von den Feinden, die sie im Kern bekämpfen, vielleicht sogar abschaffen wollen. Ist doch die Leute immer scheißegal gewesen, immer. Meine Meinung ist, die Gefahr sehe ich in solchen Leuten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Schon tausendmal gesagt, ich empfinde, in wichtigen Posten sollten Leute sein, die ein hohen IQ haben, die wissen, was sie sagen, die auch Verantwortung übernehmen können. Mal sagen können, oh, ich habe einen Fehler gemacht. In der Zukunft wird das so und so gemacht, aber nicht, dass man sich von irgendwelchen Leuten verarschen lässt, wo man als Politiker dann die Leute des Volkes, auf die man einen Eid geleistet hat, die dann noch belügt. Das geht halt gar nicht, Robert. Politik muss anders werden. So ist Politik und die Demokratie, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ich finde die so nicht gut. Ich habe nichts gegen die Demokratie, aber ich empfinde, dass die Leute, die den ganzen Scheiß bezahlen, wir Steuerzahler, dass wir mehr mitbestimmen müssen. Und nicht, dass die sich da oben aufführen, als wenn die scheiß Könige sind. Und eine Welt, die wieder in Nationalismen und einzelne Räume, man nennt es Geopolitik, Interessensphären, die man gegen andere hält, unterteilt wird. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wer auch immer da draußen den Nationalsozialismus zurück will, viel Spaß damit, macht am besten auch ein eigenes Land oder sowas. Ich persönlich will das nicht, weil ich bin auch ein Mensch, der in Freiheit und friedlich leben möchte. Ich brauche das nicht. Ich will niemanden unterdrücken oder irgendwas. Ich will einfach nur vernünftig in Europa, auf der Welt und vor allem in Deutschland leben können. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Ich möchte, dass es meiner Familie gut geht. Ja? Dass wir aber auch das hier, den Zaster, genügend in der Tasche haben und nicht, dass es halt am Monatsende, selbst für Familien, wo es denen besser geht, dass sie sagen, zum Monatsende, ja, das Geld wird knapp. Das kann es nicht sein von dieser Scheißpolitik. Und Freiheit steht drittens unter Druck. Und da muss man ein bisschen einen Umweg gehen, aber das ist der Kern dessen, was jedenfalls mich und viele andere antreibt, steht unter Druck durch die globale Erderwärmung, die mit Klimawandel falsch und zu klein beschrieben ist. Die DNA von gelebter Freiheit, nämlich Demokratie, ist. Sie bedeutet natürlich, einerseits übersetzt, es gibt Mehrheitsentscheidungen. Aber das heißt wiederum nicht, dass die Minderheit nichts zu sagen hat. Und Mehrheitsentscheidung heißt ja nicht, dass eine Person, ein politisch Verantwortlicher, eine Partei alleine entscheidet, wie es geht. Mehrheitsentscheidung in einer liberalen Demokratie, in einem Rechtsstaat, in einer offenen Gesellschaft mit vielen Meinungen, mit lauter unterschiedlichen Menschen bedeutet im Zweifel. Robert, mit vielen Meinungen, da sprichst du doch gerade selber, da sagen Leute was gegen euch, was dir nicht passt, und dann kriegen die erstmal eine Anzeige. Solange sie dir damit nicht wehtun, dann scheiß doch drauf, meine Güte. Also, Aussage, kannst du in die Tonne treten. Dass man sich einigen muss, dass man verstehen muss, warum Leute Fragen haben, Probleme haben und die nicht gleich zubrüllen, weil jede Frage gleich mit einer Antwort weggedrückt wird. Dass wir Räume haben müssen, uns auszutauschen, auch unsere Sorgen, Ängste, unseren Zorn vielleicht zu artikulieren und nicht uns vereinzeln dürfen in lauter Rückzugsräumen, zu denen ja auch in der Tat das, was viele von euch beruflich betreiben, also digitale Geschäftsmodelle einladen. Also wir müssen nicht mehr in Restaurants gehen, wir können uns mit Delivery Services Essen bestellen, wir gehen nicht mehr in Kinos oder Also Fakt ist doch, also ich verstehe die Aussage da nicht, dass ich, weil wenn ich essen gehe, dann gehe ich essen. Das Essen ist vor Ort tausendmal besser, als wenn es zu mir nach Hause geliefert wird. Soziale Marktwirtschaft heißt Versöhnung von Gegensätzen. Einerseits ja Markt, Kreativität, Wettbewerb,
neue Ideen und ein kompetitives Umfeld, um die besten Ideen nach vorne zu bringen. Andererseits sozialen Ausgleich. Heißt also, der Erfolg der Wirtschaft ist nicht alleine der Erfolg von starken Einzelunternehmen, die dann mega reich werden, sondern natürlich, und das weiß ja auch jeder, wenn er normal über die Welt nachdenkt, sind wir darauf angewiesen, dass das Gemeinwesen funktioniert, also dass im System ein Stück weit wieder was zurückgegeben wird an die Gesellschaft. Robert, das hast du sehr gut erklärt, das ist auch richtig so, aber es kann doch nicht sein, dass welche, die nichts eingezahlt haben in Deutschland, von den deutschen Steuergeldern leben. Das geht halt nicht. Das findest du normal, das findest du gerecht, ich find's ungerecht. Ja, macht mich fertig, dieser Typ. Und Deutschland hat das zusammengebracht. Und das Interessante ist, dass die Gründungsväter waren es in der Tat alle, aber die Gründungsleute das auf einen Begriff... Ach komm, jetzt, die Gründungsväter, es waren Leute? Ja, boah, halt's Maul, Alter. Was ist, Oh. Nicht ganz fit oben in der Rübe. Kannst du sagen, was du willst? Diese Gender-Scheiße geht mir derb auf den Pisser, ey. Das, was wir im Moment erleben, zielt im Kern auf eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, miteinander zu reden, Aushandlungsprozesse durchzuführen. Die Polemik, und zwar vor allem die rechte Polemik, sie speist sich im Grunde aus einer Struktur. Und wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es ein einzelnes Problem ist. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt Debatten über Migration, über Klimaschutz, über erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Aber zu glauben, der eine Punkt ist die Ursache für Rechtspopulismus, das wäre zu verkennen, was ihn eigentlich ausmacht. Ihn macht aus, die Probleme, die wir haben oder die Herausforderungen, die wir haben, die Debatten, die wir führen müssen, so zu isolieren und dann so aufzuladen, dass ein vernünftiges, normales und auf Einigung, Irenik ausgerichtetes Gespräch unmöglich ist. Alle beschuldigen sich nur noch, alle beschimpfen sich nur noch, alle suchen nur noch das Negative, alle brüllen sich nieder. Oder manche fliehen einfach mit der Fähre. Ja, Robert, gut, also miteinander reden und man merkt ja wirklich, es geht nur darum, alles gegen rechts, 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 hier, rechts, da, rechts, überall, nur noch rechts. Ja, es ist schlimm geworden. Und diese ganze Debatte, es darf quasi nur noch eine Meinung geben. Und diese Meinung ist anscheinend die nicht rechte Meinung. Also alles, was weiter ist als links, ist rechts. Also wird es doch wieder alles sehr, sehr einseitig. Aber selbst seine Kollegin, nenne ich sie jetzt mal, Frau Faeser hatte mal gesagt, sie fand die Islamisten-Demonstration schwer erträglich und ergänzt im ZDF, wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft. Blöd nur, dass das eher nicht die Wahrheit entspricht. Bei der Bild klang Frau Faeser dann etwas differenzierter. Unser umfassendes Gesetzespaket für mehr Abschiebung ist jetzt in Kraft. Woo! Das ermöglicht Islamisten und Antisemiten ohne deutschen Pass schneller auszuweisen. Einmal von abgesehen, dass Frau Faeser mit ihrer Aussage vollends das Problem benennt, die meisten islamistischen Gefährder sind nämlich deutsche Staatsbürger. Aber Remigration, hat sie das jetzt damit, hat sie Remigration gesagt? Hat sie natürlich nicht, denn schließlich ist ja seit Anfang des Jahres in allen Köpfen diese rechte Gefahr. Angst und Schrecken, was die Rechten verbreiten. Denn die Masterpläne der Rechten, Remigration, die vom Korrektiv verbreitet wurde und im Grunde auch einfach nur Zurückführung heißt, das würde Frau Faeser doch nicht in den Mund nehmen. Schreibt was in die Kommentare rein, also die ticken doch nicht mehr ganz richtig, oder was? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann auch von Frau Faeser und von den ganzen Leuten nicht deren Ernst sein. Die versuchen alles, um ihren Arsch gerade zu retten und alles gegen rechts zu machen. Und dabei ist rechts doch genauso gestattet wie links. Wir reden hier nicht von Extremismus. Wir reden nur von der politischen Seite. Nicht mehr, nicht weniger. Leute, haut rein. Ah! Vergesst nicht, würde mich freuen. Lasst gerne da eine Kleinigkeit für mich da. Oder unten auch in der Beschreibung alles drinnen, auch ein Link auch zu meinem Bankkonto. Würde mich freuen, weil ich möchte mich nochmal bedanken. Ich habe gestern reingeguckt. Super, super, super. An die, die was gespendet haben. Danke sehr. Herzlichen Dank. Ich freue mich. Und meine Kinder freuen sich auch bald auf ein Eis. Macht's gut.